Wie ist das, Barbara? Es war eine spritzige Premiere im doppelten Sinn. Die erste Aufführung von Kalmans Schadowsfürstin in Langenlois. Langenlois ist ja neben Baden die Sommerbühne, die klassische Operette bietet. Und Intendant und Dirigent Uwe Theimer ist es da gelungen, ein hervorragendes Ensemble aufzubauen. Spritzig war aber nicht nur die Aufführung, sondern gespritzt hat es auch von oben und wie Sie gleich sehen. Die Vorstellung beginnt, doch das Publikum nimmt nur zögerlich Platz. Es glaubt kaum, dass bei diesen Bedingungen gespielt, gesungen und getanzt werden kann. Und das Ensemble tut dies dann mit einer Coolness, die alle verblüfft. Hits ohne Ende zeichnen die Giardaschwestin aus. Ich finde es hervorragend, die Kulisse ist wunderschön und der Regen ist auch nicht so schlimm und den Leuten gefällt es. Ich finde es eigentlich ein besonderes Erlebnis. Überzeugend insgesamt das Ensemble bei den Schlossfestspielen Langenlois. Gott sei Dank sind wir bei Sängern und bei den Künstlern so populär, dass ich nicht bitten muss, dass jemand kommt, sondern dass sich die Kollegen freuen, dass sie hier im Sommer singen können. Habe ich schon als Kind sehr, sehr oft gesehen und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich hier bin und auch auf Deutsch singe und spiele. Spritzig im wahrsten Sinn des Wortes war das Ballett bei diesem Regen. Wir hatten sehr viele Beinwerfer, sage ich mal, und da hat es ganz schön gespritzt.